Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Ja, und damit auch ein Hallo von mir. Und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Ein Muss für mich, weil ich ein riesen Witcher-Fan noch war oder noch bin. Da kann ich diesem Spiel nicht drum rum. Es wird auch mein erstes Let's Play-Projekt, also groß im großen Maße werden. Ja, wir spielen als Nomade. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich würde sagen, ich werde natürlich jeden Krempel, den wir finden, sei es jetzt diese Nachricht oder irgendwas, was wir sonst finden werden, will ich natürlich vorlesen. Und dann mal gucken, wohin die Reise hier in Night City geht. Ja, fangen wir mal an. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Kuhn. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Hab ich wohl gehört? Dann ist jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Nein. Yeah. Okay. Auch eine Aufstellung ist super geworden. So. Der Charakter hat alles, was mich schon erstellt, das wollte ich euch ersparen. Was man da alles einstellen kann. Von Standardsachen wie Haare, Augenfarbe. Bisschen wirklich zu Genitalien, Größe des Gemächts und so weiter. Was für eine Pomelo? Tiancha? Okay. Vielleicht die Zustand Hydration, dann noch aus von 10%, dann eine Ausdauerregulation um 15% pro Sekunde. Doch, nehmen wir mit. Karten. Jump. Das ist der Vereinigungsbezug. Nach E, Z. Ach du Heilige. Okay. Der Vereinigungskrieg für Idioten. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte von Januar 2069 bis Juni 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den New United States of America, NUSA, und die Regierung der Free States bezeichnet wird, ordnen ihn die meisten Experten als Konzernkrieg ein. Es ist wohl bekannt, dass die NUSA vom Militech-Hardware, Personal und andere Ressourcen unterstützt wurden, während die Free States eine beachtliche, wenn auch stillschweigende Unterstützung von der Arasaka Corporation erhielten. Der Vereinigungskrieg ist auch als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt, da dessen Verlauf eine Vielzahl gepanzerter Kavallerieeinheiten zum Einsatz kam. Die blutigste Schlacht des Vereinigungskriegs war die Schlacht von Witchcrest. Innerhalb eines Tages verloren 3078 Menschen ihr Leben. Nord- und Südkalifornien bekämpften sich gegenseitig. Die einen auf der Seite der Free States, die anderen verbündet mit der NUSA, während Night City neutral blieb. Der Verteidigungskrieg endete mit der Unterzeichnung des Vereinigungsvertrags in Arvin, Südkalifornien. Beide Seiten beanspruchten den Sieg für sich. Die Free States pochten auf ihre fortwährende Unabhängigkeit, während die NUSA damit prahlten, dass sie der Wiedervereinigung des gespaltenen amerikanischen Volkes, näher denn je gerückt seien. Das Ende des Verteidigungskriegs bedeutete allerdings nicht das Ende der Konflikte. Die führende KI-Analyse-Software prognostiziert den Ausbruch eines weiteren bewaffneten Konflikts vor dem Jahr 2080 mit einer Wahrscheinlichkeit von 74%. Sojapaste.
das? Was kann ich denn? Fahr ich nicht. Das ist der Look-Auswahl. Ach so. Ah! Das ist eher schon meine Musik. Das Auto ist nicht geschützt, direkt. Die Karre sowieso nicht. Was zum... Es ist sehr fragwürdig. Mehr sage ich dazu nicht. Aber... Sam reißt mir der Geduldsfaden. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Die Kupplung, ob das gut ist. Ich muss erst überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Top. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Auf der Kompressor immer weiter. Kolbenwasser. Hat irgendwer die Null gewählt? Bisschen leise fand ich jetzt gerade, die Soundeinstellungen. Oh, Boost. Oh, Steam. Nein, ich spiele übrigens das hier nicht über Steam, ich spiele über GOG oder GOG oder wie es andere auch nennen. Ich will mal das ausprobieren und mal sehen, was passiert. Machen wir da eben. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Motor starten. Ich hab's dir gesagt. Fresse. Schnauze, du Arschloch. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Ist er nicht schon gerissen? Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Ist das ein Sack, ey. Aber sind wir auch leise. Finde ich. Hör mal, Kopfhörer. Mit Funkgerät verbinden. Ja, dann machen wir mal. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Mhm. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Ich würde sowas sagen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder?
Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ich mag den nicht. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Hey, ich rede mit dir. Ich will aber nicht mit dir reden eigentlich. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Was hat er dagegen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal, wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kauf ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hat er gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Boah, kotzt der mich an, ey. Ich mag den nicht. Kann ich ihn töten? Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Boah, ich mag den nicht. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Hm? Wiederhol das, Rubel. Ich? Hab nichts gesagt. Ist auch gesünder. Huch. Ah, schade. Huch. Den hätte ich ja echt gerne. Ja, jetzt schon, ne? Boah, das ist doch geil. Die alle so einen hohen Level? Okay, warte mal, Kamera wechseln ist cool. Oh, okay. War ein scheiß Job. Alter, was ist das? Fertig! Na gut, dann. Folgen wir nochmal der Karte, würde ich sagen. Fahren wir los. Alter. Meine Fresse, dicke Steuerung. Punkt als Fahrtkreuz auf jeden Fall. Mission aktualisiert der Nomade. Kletter auf den Funkturm und finde den Schaltkasten. Okay. Ich will mich aber erstmal hier so ein bisschen umgucken. Öffnen, verschlossen. Okay. Vielleicht finden wir einfach irgendwo irgendwas. Verspringen, yeah. Okay.
Alter, ist ja wirklich nur Wüste. Boah, ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Da war eigentlich nicht irgendwie ein Item oder sowas. Das zeige ich euch gleich. Ich hoffe, das sieht man von da oben. Geralt wäre in Witcher 3 natürlich jetzt schon gestorben. Da kennt man's. Er stoppt von einem Bürgersteig und er stirbt. Ah. Augen auf im Straßenverkehr. Kann man noch irgendwie hören? Schade, ich dachte, man kann da irgendwie ganz oben hin. Aber guck mal da hinten. Da geht's nach rein. So. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Nee, ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut. Aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willie. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Nett. Aber ich hab's gemerkt. Sound. Ja, ihr wisst schon. Huch. Ah, oh, vielleicht hilft das.
Bist du verflucht? Was steht da? Polizeieinleitung. Oh! Huch! Jede illegale Aktivität wie Diebstahl aus Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das Sensibilität ein Kopfgeld auf die Aussage. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Die Fälle von Tatort verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Oh ja. Hallo? Geh weg! Mustang irgendwie das Teil hier. Nee, eigentlich nicht. Boah, Alter. Wasser. Nehmen wir mit. Was ist das? Ein Aschenbecher. Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin V. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Cabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Auf dich. Die Fracht. Diese Schere, da kann ich hin. Ich brauche Art. Nein, da kann ich nicht hin. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Ein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? So. Lecker du kurz rum. Ich schau mich hier mal kurz noch um. Okay, wieder so. Okay. Nicola Blue. Okay, nehme ich mit. Eine Geschichte von Nomaden nehme ich gleich auch mit. Keine Sorge, ich gucke mich nur kurz um. So. Lesen. Oh. Ja, okay. Der erste Nomadenkodex. Erst schütze und respektiere deinen Clan. Insbesondere deine Familie. Zweitens, du zählst nur so viel wie dein Wort. Drittens, teile mit deinen Clanschwestern und Brüdern. Viertens, respektiere die Privatsphäre und das Wohl deines Clans.
Fünftens, bringe deinen Clan niemals in Gefahr. Sechstens, nimm immer ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ja gut. Neuer Command-Kodex. Erstens, schütze deine Familie und deinen Clan in dieser Reihenfolge. Zweitens, bestiehl niemanden in deinem Clan. Drittens, behalte nichts für dich, das anderen deinem Clan helfen könnte. Oh, auch einleuchtend. Es ist schwer, sich eine weniger wanderlustige Gruppe vorzustellen als Bauer, aber genau sie waren es, die das Zeitalter der Nomaden einleuchteten. Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Bioplagen, bewaffnete Konflikte und die Verhängung des Kriegsrechts, das es Konzernen ermöglichte, zu spekulieren und Land zu privatisieren. All diese Faktoren zwangen diese Menschen zu einem Leben auf der Straße. Die ersten nomadischen Clans waren die Aldekaldos und die Jodes? Jodes? Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch ausspreche. Gefolgt von der Snake Nation, Tellers Nation, Folk Nation, Blood Nation und Metacore. Alle insgesamt Seven Nations. Die nomadischen Nations sind in Stämme aufgeteilt, die sich noch weiter in Clans und Familien aufspalten. Eine Familie besteht meist aus 10 bis 100 Leuten, während die größten Nations bis zu 1 Million Mitglieder haben. Anfangs wurden die Nomaden als Anarchisten und Umstürzer betrachtet, dahinter standen natürlich vor allem Konzerne, die bald merkten, dass diese Leute nicht unter Kontrolle hatten. Die große Ironie dahinter ist, dass wir den Wiederaufbau unserer Städte nach den Kriegen und Katastrophen des 21. Jahrhunderts alleine den Nomaden zu verdanken haben. Denn die Familien treffen sich nicht, um Dinge zu zerstören, sondern um sie aufzubauen. So, sprich mit Jackie. Ja, ja. Laden wir sie ins Auto. A huevo. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich mies gelaunter Hurensohn. Ja. Ja. Kofferraum öffnen. Verdammtes Schwergewicht. Also, fahren wir los. Fahre zur Grenze. Alter, sieht das geil aus. Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, Chu. Wir sind beide Profis, oder? Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, nichts ist die KMH-Geschwindigkeit. Hey, der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Wird das automatisch? Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Oh, das geht automatisch. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden.
Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Crack-Chip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen, hm? Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verpissen müssen. Mach das. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Eine Waffe? Bitte in Zimmer 2 melden. Vor euch! Ja. Setz dich. Papiere. Ist das Routine? Möglich. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich habe noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenklang gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Was zum... Ja, da. Da sitzt einer drin. So. City tingling with desire. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Diese kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Aha. Was ist da drin passiert? Ich will fahren. Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole! Sofort anhalten! Aha. Scheiße! Fahrzeuge kämpfen.
Waffe ziehen, Alt. Waffe wegstecken, wir setzen zweimal schnell Alt drücken, okay? Als Beifahrer kannst du das im Fenster legen und dein gesamtes Arsenal ausgerüstet Fernkampfwaffen einsetzen. Ja. Schießen, ja, das kennt eigentlich jeder. Oh. Hey! Ups. Ich hab nur einen Kollegen gewollt. Ihr Schwein. Geht schon, ey. Hau ab. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende Ridiculo. Und was jetzt? Ich könnte dich dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen oder wickeln wir das jetzt ab? Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Ein Auto. Sesam, öffne dich. Bandejo. Na komm, mach mal auf. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Okay. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal,
Hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Ja, nehmen wir mal. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Das meinst du doch nicht wirklich, Mano. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier, und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ich vergesse, wo er den hat. Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Militech. Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Mama. Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Krummtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Gut.
Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Sinnhaft. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Okay. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bing. Super Arbeit, Wie. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Und wenn das hier mal weggehen würde? Dann halt nicht. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. Halte Tab gedrückt, um deinen Scan zu aktivieren. Okay. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solche Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben. Es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Ein Computer. Ein Roboter. Ein Server. Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, Entschuldigung, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Lasse los, um Scanner zu schließen. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow, Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Wenn du Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick-Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick-Hack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick-Hacks mit Q, Maustaste nach oben, Pfeiltaste und E, Maustaste nach unten, Pfeiltaste durchgehen. Konzernort. Stil vor Substanz. Okay, verstehe. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn ab. Aua. Konzentrier dich. Standen da bitte, du Sack. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Nicht schlimm. Gleich nochmal. Was soll los? Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernort. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote, bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Ja, so ist kennt man. Wie lege ich den da rein? Wegwerfen! Okay. Okay.
Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Der ist Matsche. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Was? Spaß! Fokus und die Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Ist sonst noch irgendwie was? Ne, okay. Das werden über die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder ein Geschütztuch. Okay. Das kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Alt Tab drücken, ziel auf eine deiner Waffen. Nicht genug Speicherpunkte. Zum Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du diesen Code-Sequenz nachbilden. Wenn du die Zeichnung der Code-Matrix auswählst. Wähle 5-5 aus der Code-Matrix aus. Achso. Ach so geht das. Jetzt! Zünde die Granate! Ja. Und tschüss. Was zum... Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Ja. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Stealth-Modus, oh Gott. Ja gut, das machen wir auch nochmal eben. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ich habe kein Schleichtalent. Was ist das? Ah, Gegner markieren. Okay, komm ich da runter? Okay. Feindlicher Bereich. Mich ein bisschen an Assassin's Creed. Hingegen kann ich mich... eines Gegners. Fühlt sich seine Alarmanzeige. Die rechte Entdeckung eher nicht bemerkt. Entdeckung, schnell! Nice! Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Nova, weiter zum nächsten Bereich. Okay. Schon wieder. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Schutztüren und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner seine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Feine Kamera aus dem.
Sightseeing oder was? Ja, mache ich. Hast du was dagegen? Hast du gut gemacht. Stell... Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Endlich kämpfen. Danke, lieber Gott. Zeit kämpfen. Für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Bitte was? Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ja gut, mein Kollege. Gegner mit bedeutend höheren Level kennzeichnen mit dem Symbol Totenkopf können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Drücke linke Maustaste, um schnellen Angriff durchzuführen. Meine Kombo schnell Angriff auszuführen, drücke linke Maustaste, während der vorherige schnell Angriff ausgeführt wird. Ach so. Ach so. Halte linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampf aufzuladen, lasse linke Maustaste los, um ihn auszuführen. Also schwerer Angriff, okay. Verlassen angegriffen ist ganz kurzzeitig Ausdauer, schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hinten und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Huts. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung, greife ihn an, um zu sehen, wie dein Angriff ihn beeinträchtigt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Okay. Schnelle Angriffe fügen einem Blocken, der keinen Schaden zu, nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Ah, okay. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Ja, das ist auch so ein Standardding. Aua! Schwere Angriffe von deinen Gegnern können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie schwer. Okay. Ich bin hier. Okay. Drücke bei einem eingehenden Angriff rechte Maustaste kurz vor dem Trefferangriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Top! Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Habe ich schon. Na komm. Drücke zweimal schnell WSAD, um in gewünschte Richtung auszuweichen. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Was kommt jetzt? Das alle bisher gelernten Techniken haben, den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Das war weiter jetzt gar geht's nicht. Mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Ein Katana? Das ist schon eher meine Kragenweite. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nur noch eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere auf beliebige Art. Also einfach alle umbringen. Super. Du machst
das echt ziemlich gut. Stell dich. Viel Glück, Vee. Danke. Nein, sowas macht man nicht. Entschuldigung, das tut mir leid. So. Hat Spaß gemacht, aber. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. So. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Meinung? Nee. Zum Aufzug. Hier lang. So. Aber das sehen wir jetzt in der nächsten Folge, die ich wahrscheinlich jetzt hier direkt nach aufnehmen werde. Und dann sehen wir mal weiter. Bis dahin bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde das Spiel jetzt schon mega krass. Also Grafik, Story, ja, werden wir wohl noch richtig reinkommen. Hoffe ich mal. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was weiß ich, was gibt bestimmt schon welche, die es durchhaben. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt da rein, was ihr wollt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.